Das Becken, genau. Also, hinten os sacrum und dann den großen Darmbeinen os ilium. Ja. Das sind die Darmbeinschaufeln hier. Sitzbein, Sitzbeinhöcker, os ischii. Daher kommt ischiokorale Muskulatur, wer den noch kennenlernen. Und Schambein hatten wir schon, os pubis. Ja. Schambein. So wird es grob eingeteilt. Ist unser Körperschwerpunkt liegt hier ungefähr auf Höhe S2. Ja? Also hier ist der Körperschwerpunkt. Das heißt, ganz zentraler Punkt auch von der manuellen Therapie her. Ja? Da können wir ganz viel auf den Körper wirken. Und wenn wir laufen, tanzen, ganz egal was, Kampfsport, ganz viel Power kommt hier raus. Deswegen tiefe Bauchmuskulatur hier, ganz essentieller Punkt, was ich heute sehe, was Thema mit Computern und so weiter angeht und Haltung. Mangel an Aktivität, an der richtigen Aktivität, an der Kontrolle, an der Steuerung und natürlich dann Beckenboden hier unten. Ja? Thema. Und was ist da? Da sitzen meistens Urängste, Wurzel, Kampf, Flucht. Ja? Thema Blase, es hat oft mit Thema Angst zu tun. Die Hose pinkeln, was haben die Leute gemacht? Ich habe Saatgut- und Trinkwasserreinigung bestellt vor 2 Jahren als allererstes. Der Rest hat sich Klopapier gekauft, weil Schiss haben. Da sitzen Ängste, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, Klopapier haben sich doch die meisten gekauft. Klopapier und Nudeln, glaube ich. Ja, ich habe Saatgut bestellt und Trinkwasserreinigung und was habe ich noch gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Aber das war für mich das erste Sinnvolle. Also auch ein bisschen extrem, aber ja. Ja. Genau. Genau, das ist der grobe Aufbau des Becken. Das, hier hinten nochmal das Steißbein, os coccygis, ja. Sehr schmerzhaft, wenn man drauf fällt. Auch, ja, sowas kann auch eine Läsion sein, die sich heftig auf den Körper auswirkt. Das kann man auch alles richten. Und ihr seht, ich habe ja schon gesagt, diese großen Knochenvorsprünge auch hier setzen viele Muskeln an. Deswegen sind sie so groß. Wichtige Punkte, die Prüfer oder überhaupt die Mediziner gerne hören, sind diese Knochenpunkte hier. So Fortsätze, Spina genannt. Hier hatten wir Prozessus spinosus, Fortsatz, ja, Spina. Spina, dann haben wir Iliaca, weil es os ilium. Anterior, weil vorne. Und superior, weil oben. Ja. Das ist jetzt nochmal dieses Thema Lagebeziehungen, wie wir was benennen. Hier mal kurz nochmal angerissen. Und da gibt es dann diese tollen Abkürzungen. Das Becken von der Seite. Hier sind wir. Spina. Iliaca. Anterior, superior. So. Spina, weil Spitze, Knochenpunkt. Iliaca, weil dieser Teil Ilium heißt. Anterior, weil vorne. Und superior, weil oben. Wenn es einen Superioren gibt, gibt es auch einen Inferioren, darunterliegenden. Das ist der Teil, ja. Hier, der Fortsatz, ja. Von der Seite hier. Das heißt, es gibt einen Inferioren auch. Genau gleich, Spina Iliaca Anterior, Inferior. So, abgekürzt S-I-A-S, die Sias. Und hier ist es die Sia-I. Ja? Und wenn es einen Anterioren gibt, gibt es auch Posterior, also hinten, diese Fortsätze. Ja?
seht ihr auch hier. Hier Spina iliaca posterior superior, Spina iliaca. Wo waren wir? Posterior inferior, sorry. Genau. Genau, diese Fortsätze am Becken, Sias, Siai, und dann haben wir hier Spina iliaca posterior superior, Sips und Sipi. Das ist so Standard am Becken. Ich teile es euch mit, weil ich weiß nicht, was die Prüfer manchmal im Sinn haben. Nee, eigentlich nicht. Nee. Das nicht. Ich glaube, so genau brauchen wir das nicht laut. Oder? Ich meine, die großen Knochen eigentlich. Gut, das wäre eine große Knochen. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob man dann die einzelnen. Definiere bitte großen Knochen. Ich mache es gar nicht unbedingt wegen den Prüfern auch, sondern einfach nur, dass ihr dieses Denken wieder Lagebeziehung, genau. Weil du sagtest, du weißt nicht, ob wir es brauchen. Ja. Ja, manchmal, ich weiß gar nicht, bei den Prüfungsfragen, nee. Genau. Becken, ja, das ist so das Gröbste. Genau. Dann die untere Extremität. Hatten wir auch schon angerissen. Femur, Oberschenkelknochen. Ja, diese Präsentation irgendwas ist da ein bisschen weil hier fehlt das auch. Unrund gegangen. Genau. Oberschenkelknochen, Femur. Da wären zum Beispiel jetzt Arteria femoralis, die Femoralarterie, die Oberschenkelarterie so genannt, weil der Knochen da ist. Ja. Nervus femoralis, ja, und die Gefäße werden auch immer nach den Lage, wo sie liegen, benannt. Kniescheibe, Patella, wo ist sie denn? Da war eine, oder? Ah ja, hier ist eine dran, ja, genau. Ist so eine Art Überlenkrolle, ja, also hier von oben strahlt ein Muskel ein und von hier setzt die Patellasehne, was eigentlich ein Band ist, ja, ist keine Sehne, weil Bänder verbinden Knochen mit Knochen. Das dürft ihr euch merken. Bänder verbinden Knochen mit Knochen. Sehnen verbinden Muskel mit Knochen. Ja. Und was hier verbunden wird, ist ein Knochen mit einem Knochen. Deswegen ist es eigentlich ein Patellarband, Ligamentum Patellae. Aber in der Umgangssprache Patellasehne, Patellasehnenreflex, Patellasehnensyndrom und so weiter. Und es dient... Muskel mit Knochen, genau. Und diese Umlenkrolle ist nötig, dass die Kräfte von dem Oberschenkelmuskel, vom Quadrizeps, hier ist am oberen Ende, ist ja witzig, gut übertragen werden. So, ja. Es wird dann Sesambein genannt, aber das ist eher so ein zweiter Begriff. Einfach nur, dass ihr wisst, die dient dazu, um den Winkel zu übertragen. Ja? Sonst würde man vielleicht einen riesen Schleimbeutel brauchen hier vorne, dass das funktionieren würde. Aber der Körper ist genialer und hat sowas zusammengebastelt. Schienen- und Wadenbein hatten wir schon. Tibia fibula. Genau, dann die Fußwurzelknochen. Da haben wir hinten den Calcaneus. Das Fersenbein. Ja. Zwischen Tibia und Fibula den Talus. Das ist so die, worüber wir dann abrollen. Ja. Hier, das ist der Talus. Das Sprungbein. Dann das Os Navicolare, das Erkanbein heißt es. Dann das Os Cuboideum, Würfelbein. Den Fuß kann man nicht so, ne? Der macht nur, das heißt diese Drehbewegung, die läuft dann übers Schienbein.
Also wir haben am Sprunggelenk Streckung und Beugung. Ja? Und das, was wir als hohen Supination hatten, das, wir haben ein unteres Sprunggelenk, das sitzt hier. Sehr komplexes, kleines Gelenk. Ja? Ein oberes Sprunggelenk, hier. Ja, das macht diese Bewegung, Beugung, Streckung. Und ein unteres Sprunggelenk, das macht diese Feinbewegung, diese Dreh-Schwenkbewegung pro Supination. Ja? Und das obere Sprunggelenk ist eigentlich ein klassisches Scharniergelenk. Ja? Du hast diese Gabel hier und da drin läuft das. Und diese feine Dreh-Schwenkbewegung findet hier unten statt. Zwischen Calcanes, also zwischen Fersenbein, Sprungbein, hier ist ja, kleine, feine Bewegung. Diese, also zwischen Schien und Bein und Tibia findet da nichts von diesen Bewegungen statt. Das sind minimalste Bewegungen, die du hier eigentlich so ganz klein rotieren kannst. Aber das ist sehr spezifisch. Ich gucke jetzt gerade noch mal das Bild. Ja, beim Knie haben wir hier nämlich noch die Kreuzbänder, habt ihr bestimmt schon gehört. Die bauen wir noch mit ein. Die liegen... Moment. Hier zwischendrin und laufen so, ja, verbinden den Unterschenkel mit dem Oberschenkel. Geben nochmal Stabilität, vor allem in diesen Rotationsbewegungen. Deswegen reißen sie bei so Geschichten wie Fußball, Skifahren, weil da haben wir so Dreh-Share-Bewegungen unkontrolliert, die einfach zu heftig sind oft für den Körper. Ja? Genau. Also hier Kreuzbänder, Seitenbänder, auch Kollateralbänder genannt. Ja? Haben wir Innenband, Außenband. Reißen auch manchmal. Und Kollateralbänder haben wir auch am Sprunggelenk. Ja? Eins innen und außen. Die gewährleisten, dass nur das stattfindet. Dass eben nicht wir nicht oben knicken. Ja? Dass da mehr Stabilität ist. Genau, reißt oder überdehnt. Ja? Also es kann reißen, aber die Bänder können sich auch sozusagen nur überdehnen oder teilweise reißen. Ja? Tendenziell bei beiden geht es dann wieder um muskuläre Kräftigung, weil sonst bleibt das Band ausgeleiert sozusagen. Dann hast du länger Probleme und kompensierst woanders die Stabilität. Dann holst du die Stabilität von anderen Muskeln. Deswegen oft ziemlich zeitnah schon wieder neuromuskuläre Kräftigung, dass du von diesem umgeknickten, ja, wieder immer mehr da aktiver wirst und es gestrafft wird. Ja? Was dann auch Ärzte teilweise ja, operieren. Ja? Die straffen die Bänder, die setzen sie entweder komplett an oder vernähen sie und gucken, dass die wieder zusammenwachsen. Operativer Eingriff hat halt immer Narbengewebe. Also hier unten würde ich nichts operieren lassen, wenn es nicht irgendein heftiger, krasser Unfall ist, wo alles kaputt ist. Ja? Aber so ein einfaches Umknicken, da operierst du nicht. Kreuzbänder werden teilweise, vor allem das vordere Kreuzband meistens operiert, das hintere, sagt man, kann muskulär kompensiert werden. Es gibt so einen Therapeuten, Khalifa, Dr. Khalifa heißt er in München, der therapiert konservativ und die Kreuzbänder wachsen nach 3 Monaten wieder zusammen. Ja? Also, dass Bänder wieder von alleine zusammenwachsen können, ist auf jeden Fall möglich. Ja? Dem seine Therapie erzeugt aus irgendwelchen Gründen mehr Stammzellen. Und das hatten wir ja im Bild am Anfang, wo sich die Stammzelle immer weiter aufzweigt. Ja? Weil die sind am formbarsten, die Stammzellen. Und die bilden dann wieder das gute Bindegewebe, das die Kreuzbänder brauchen, dass das zusammenwächst. Ja, ich hatte auch schon Bänderrisse, Bänderdehnungen, nichts operiert. Und bin fit, kann rennen, kann sprinten. Ja. Ich habe nochmal eine Frage. Du hast ja auch gemeint, dass wenn man trainiert, dann baut sich ja alles wieder auf. Es verhärtet, es wird, oder ja, das kann man sagen, es wird stärker und gleichzeitig auch elastischer. Ja. Und man weiß es ja von so Karate-Leuten, dass die auch ihre Knochen trainieren. Ich habe zum Beispiel früher mal Kickboxen gemacht und da habe ich gegen einen Thai-Boxer gekämpft. Ich mit Ausrüstung, weil ich noch Anfänger war, naja, ohne. Ich habe mit meiner Ausrüstung, das war so ein Polster an meinem Schienbein, gegen sein Schienbein getreten und ich habe meins so wehgetan. Also es war anscheinend richtig krass verhärtet bei ihm durch das viele Training. Ist das nicht irgendwann auch pathologisch oder kann man das sagen, passt irgendwie? Also,
Weil ich frage mich, du machst ja quasi immer wieder, früher habe ich mir das so erklärt, dass es quasi immer wieder neu zusammenwächst durch kleine Mikrorisse und so, die entstehen. Ist es nicht irgendwann auch schlecht, weil es dann zu hart wird? Zum Beispiel beim Knochen speziell? Deswegen macht man es ja aber genauso, ne? Die Muskeln werden ja auch wissen, ne? Wenn die Krafttraining haben, da bauen sich dann da hypertrophieren die ja einfach danach. Das ist ja noch was anderes, als wenn deine Knochenmasse eigentlich einfach dicht ist, oder? Ja, aber der Knochen wird ja dauerhaft auf und abgebaut. Also ich habe noch nicht gehört, dass es pathologisch ist. Ich habe noch keinen Kampfsportler, der jetzt gesagt hat, ich habe jetzt da einen zu viel Knochen oder das ist ein Problem. Habe ich noch nicht erlebt. Was passiert, ist, der Körper passt sich eigentlich auf jeden Reiz an. All die Zellen, Bindegewebe, Muskel, Knochen hatten wir ja, unterschiedlich passen die sich an. Hornhaut, ja, ist durch mehr Druck an diesen Stellen. Als Therapeut, wenn du viel mit deinen Fingern arbeitest, deine Nägel wachsen viel, viel schneller. Weil die Nägel sind das Widerlager, der Gegenhalt gegen diesen Druck, den du ausübst. Ja. Ich merke richtig an meinen Nägeln, mit welchen Fingern ich gearbeitet habe teilweise. Ja. Und bei einem Knochenbruch, zum Beispiel, wenn es jetzt pathologisch wäre, ja, beim Knochenbruch, was passiert? Ja, die Knochenhaut ist im besten Fall noch erhalten. Einblutung, ja, ganz viel, mache ich mal in Rot, ganz viel Einblutung und Zellen und Mischmasch. Und es bildet sich so ein Callus, heißt es, ja, erstmal so ein Gebilde, dass das gut verheilen kann. Und die Zellen sind noch nicht in einer gewissen Struktur. Erst durch die richtige Belastung wieder kommt dieser Mischmasch wieder in die richtige Faserrichtung, ja. Bindegewebe, Knochenhaut und so weiter. Und trotzdem kannst du auf dem Röntgenbild erkennen, dass da schon mal ein Bruch war, weil der Knochen ein bisschen dicker bleibt an der Stelle, minimal, aber es macht keine Probleme. Ich kann mir vorstellen, dass, wie du sagst, wenn du dauerhaft mit dem Schienbein trittst, dass da schon eine Anpassungserscheinung vom Bindegewebe, vielleicht auch von der Haut sogar, ja, entsteht und auch der Knochen. Ob er jetzt härter, also ich glaube, dass die schon recht flexibel bleiben, die Knochen. Und dass es vielleicht sogar darum geht. Ja, aber Kampfsportler in der Regel habe ich jetzt noch keinen bei mir gehabt oder im Umfeld, der da jetzt aufgrund dessen Probleme hatte. Ja. Also eher wahrscheinlich nur das Gegenteil, zu wenig Sport. Ja, zu wenig Sport, zu wenig Bewegung oder die falsche Bewegung. Ja. Also viele Krankenpfleger auch in Therapie. Krankenpfleger? Durchs Heben und, oder so Altenpfleger und so. Nee, weniger. Weniger. Weil das kam jetzt die letzten Jahre, die lernen, wie sie die Menschen bewegen. Da gibt es so Tricks mit Tüchern drunter, dass du hin und her schiebst. Oder, ja. Und eigentlich geht es ja auch darum, dass dann die Menschen selbst wieder, also die Patienten da aktiver mit integriert werden, nicht einfach passiv hin und her geschoben werden. Aber teilweise musst du es ja auf so Intensivstationen oder so, war ich auch schon. Ist echt eine Aufgabe, die Menschen dann zu bewegen, dass sie kein Lagerungsdekubitus haben. Also zu lange auf einer Stelle liegen, dass nicht mehr richtig versorgt wird und dann entsteht ein Geschwür oder die Zerstörung von Gewebe. Ja. Viele Sportler. Tanz, also Gardetänzer hatte ich einen Haufen, Fußballer, Handballer, Kraftsportler. Ja. Handwerker, ganz, ganz viele Handwerker. Ja. Ich habe eine Privatpraxis, also das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung habe ich nur, während ich bei einem anderen Therapeuten angestellt war, erlebt. Aber trotzdem kommt alles bunt zusammen, irgendwie. Ja. Okay, die Bänder. Da sehen wir ein Röntgenbild, von wo nach wo wurde das gemacht, also von welcher Richtung in welche.
Steht nicht dabei, aber entweder von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Ja, genau, also anterior, posterior, diese Richtung wurde das gemacht. Genau. Ist die Ebene nochmal sagittal, medial? Das wäre sagittal, frontal und medial, Transversalebene. Also Medialebene wäre Sagittalebene, wäre die hier. Ja? Transversal und frontal. Das wäre frontal. Genau, es wäre so oder von so geröntgt. Ja. Ja, genau. Hier sieht man, dass es erscheint, als würde das Wadenbeinköpfchen hinter dem Ding sein. Und dann wäre es der andere Fuß. Ja. Genau. Hier seht ihr nochmal von hinten das Kniegelenk. Ja. Also die Kreuzbeine, Ligamentum cruciatum, anterior und posterior. Also Ligamentum Band, cruciatum Kreuz. Und anterior wieder vorne oder hinten. Ja. Das wäre noch der Begriff in Latein. Hier hatten wir jetzt nochmal die Fußwurzelknochen. Ja. Calcaneus, Sprungbein, Fersenbein, Kahnbein. Und da gibt es einen tollen Satz. Den solltet ihr euch merken. Das Sprungbein und das Fersenbein, die wollten in den Kahn hinein und kriegten dreimal Keile vom Würfelbein sozusagen. Das gleiche gibt es noch für die Handwurzelknochen. Bisschen geschmeidiger, weil den Satz finde ich ein bisschen. Genau. Ja, da gibt es auch ein Kahnbein. Genau. Die Mittelfußknochen hatten wir auch schon angesprochen, Metatarsale, Os metatarsale, 5 Stück. Und die münden dann in die Glieder der Zehen. Ja? Und die heißen dann Phalangen, also Phalanx, einfach Fortsätze. Und bei diesen Gelenken haben wir auch wieder Beugen, Strecken, hauptsächlich minimal leichte Seitbewegungen, aber die können wir gar nicht so aktiv steuern. Das sind dann eher so therapeutische Bewegungen, die ein Therapeut noch detailliertere Dinge löst. Obere Extremität, also das Gleiche jetzt nochmal. Wieder, wenn wir in dem System denken, haben wir oben Röhrenknochen, Humerus hatten wir schon. Na. Ah, Moment, wir fangen mit dem Schlüsselbein an, sorry. Schlüsselbein, genau. Gehört zum Schultergürtel und obere Extremität. Alles, was ihr tragt, mündet, wenn wir nur rein knöchern arbeiten würden, hier auf das Brustbein. Ja? Das heißt, einseitiges Tragen. Nicht gut. Vergucken immer einen Ausgleich, wenn ihr in Eimer, Taschen immer ausgeglichen tragen, weil sonst kommt eine Seite hier viel Druck und der Körper muss extrem ausgleichen. Ja? Fällt auch meistens leichter, wenn ihr 15 Kilo auf einer Seite ist schwieriger wie 25 Kilo auf beiden Seiten. Für den Bereich hier in der Regel. Von der Biomechanik her. Ja? Schlüsselbein, weil es aussieht wie so eine Art Schlüssel geformt ist ein bisschen. Ja. Das Gelenk hier, Sternoklavikulargelenk. Sterno, Sternum, Clavicula, Schlüsselbein. Sternoklavikulargelenk heißt dieses Gelenk, diese Verbindung. Hier mündet es zum Schulterblatt, zum Akromion, dem Schulterdach des Schulterblattes. Und deswegen heißt es hier Akromion Clavikulargelenk. Genau. Schultereckgelenkssprengung findet hier statt, ja? Wenn hier die Bänder reißen und das hier, dieses Gelenk sozusagen gelöst wird. Ja? Hier auch ist relativ beweglich, ja?
Sonst könnten wir unsere Schulter auch nicht so gut bewegen. Wenn ihr mal hier spürt, wie weit das Schlüsselbein hochgeht bei jeder Bewegung. Also es geht richtig mit. Das erweitert sozusagen den Raum, dass wir mehr über Kopf kommen. Dieses ganze Teil schwenkt hoch. Ja. Schulterblatt wird Scapula genannt. Ja. Scapula hatten wir schon, platter Knochen, Acromion das Schulterdach. Spina scapulae wäre dieser Grat hier, dieser Fortsatz. Muskeln haben wir erst in 2 Wochen wieder oder nächste Woche? Nächste Woche schon ganz gesund, glaube ich. Genau, da kommt dann das ganze Muskeln und dann, ja. Genau, Oberarmknochen. Wo ist er denn? Hier. Hatten wir auch schon Humerus, ja. Kopf, Schaft. Hier wird es zu den Kondylen und bildet dann das Ellenbogengelenk mit der Ulna, mit der Elle. Das Ellenbogengelenk, das ein Scharniergelenk ist, Beugung, Streckung und der Radius, der diese Pronsupination-Bewegung macht. Genau. 8 Handwurzelknochen. Da haben wir jetzt auch wieder den Leitsatz, das Kahnbein fährt im Mondenschein ums Dreieck in die Erbse rein. Ich glaube, der Vieleck groß, Vieleck klein, am Kopf muss ein Haken sein. Der steht gar nicht drin. Letzte Seite, genau. Letzte Seite. Ja. Um das Erbsenbein. Der klein, der Kopf muss am Haken sein. Ja. Also ich habe auch schon andere Sätze gehört, aber so könnt ihr euch die Handwurzelknochen merken, weil bei den Prüfungen meistens kommt irgendeine dumme Frage, welcher dieser Knochen ist nicht Teil von da und da. Ja? Und Prüfungsfragen und so machen wir dann ganz am Ende, da gebe ich euch was mit und sprechen wir nochmal durch, dass ihr euch vorstellen könnt, was da gefragt wird in der schriftlichen Prüfung. In der mündlichen, zumindest Prüfungsamt Karlsruhe, eher selten Bewegungsapparat, das darf was ist. Und in den schriftlichen Prüfungen meistens 2 Fragen über Bewegungsapparat. Ist also kein Riesenthema. Oder zumindest aktuell nicht. Genau. Hier seht ihr nochmal die Handwurzelknochen. Auch hier wieder Metatarsale, ja, Mittelhand und Phalangen, auch hier weiter die 3 Fingerknochen. Genau wie am Fuß. Ihr seht, das ist alles systematisch ähnlich aufgebaut. Ja? Nur hat es ein bisschen dann andere Funktionen, andere Form. Ja? Gut. Das hatten wir jetzt zur oberen Extremität. Ellbogengelenk hatten wir auch. Genau, hier seht ihr nochmal dann die lateinischen Namen. Deswegen ist ein bisschen mit dem Latein immer so die Frage, wer dafür versiert ist, sich das leichter merken kann, übers Lateinische machen, kann ich nur empfehlen. Ansonsten reichen für alles die deutschen Begriffe natürlich. So. Schultergelenk. Gucken wir nochmal. Welche Bewegung können wir im Schultergelenk machen? Die? Ja, die ist gut. Also im Schultergelenk spricht man von hier, diese Verbindung, ja, ein Kugelgelenk. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Schultergürtel, was Scapula und Clavicula, also Schlüsselbein und Schulterblatt, bilden. Also welche Bewegung können wir hier, was ist hier alles möglich? Rotation. Rotation, innen und außen, genau. Jetzt kann ich es besser machen. Flexion. Genau, Fluxation ist, wenn es ausgekugelt ist. Luxation wäre ausgekugelt. Genau, Luxation wäre, weil sehr muskulär gehalten, wenig Bänder, die da arbeiten, geht leicht, ja.
Flexion. Gegenbewegung von der Flexion ist die Extension. Extension nach hinten, genau. Und dann können wir noch fliegen. Abduktion. Abduktion, abspreizen und das Adduktion, genau, ranziehen. Genau. Selbes gilt für Hüftgelenk. Da können wir genau all das Gleiche machen. Ja? Ähnlicher Aufbau. Dann haben wir Ellbogengelenk. Das Ellbogengelenk zwischen Elle und Oberarm und Humerus. Was können wir hier machen? Flexion, Extension, genau. Dann das kleine, oder nicht kleine, aber das Nebengelenk. Rotation? Ja, im Prinzip ist es eine Rotation, aber wir nennen es Supination und Pronation. Genau, diese Bewegung. Ja. Hier, diese. Ist im Prinzip eine Rotation, ja, nur wird es da eben so genannt. Ihr meinst du Prosupination genannt, dann ist das dann einfach kombiniert? Prosupination. Das hast du immer gesagt, Prosupination. Das ist, wenn ich zu schnell spreche. Okay. Wenn ich eins meine und ja, ja. Also es gibt eine Pronation, Brot holen, in den Brotkorb reingreifen. Das Beste. Und dann die Suppe löffeln. Ja, diese Bewegung. So ein bisschen Schraubenzieher, wenn ihr was Schraubenzieher benutzt. Das ist die Bewegungen. Ja. Genau. Kugelgelenk, Scharniergelenk, Radgelenk, Eigelenk, ja. Welche Bewegungen? Extension. Mhm. Extension und Flexion, ja. Und dann Abduktion, Adduktion. Genau, abspreizen. Deswegen macht man es hier genau, weil was ist hier jetzt abspreizen und ranziehen? Ja, man könnte sagen, das ist ranziehen, aber wenn du es so umdrehst, ist es das. Deswegen sagt man Ulnaduktion, weil man es genau wissen möchte, unmissverständlich, Ulnaduktion zu Elle hin, zu Ulna hin und zum Radius, Radialduktion, ja? Radius zur Daumenseite. Ja, wir kriegt ihr hin, das kommt immer wieder öfter, zumindest die Begrifflichkeiten, ja? wenn ihr dann die anderen Fächer noch habt, kommt immer wieder ein bisschen was dazu und dann ergibt es langsam das Gesamtbild. Genau, hier wäre auch Flexion, Extension. Beugen, Strecken. Beugen, Strecken, ja? Genau. Das wäre so ein bisschen Zirkumduktion, ja? Dieses, also da seht ihr, es ist nicht nur Beugen, Strecken, möglichst auch so ein bisschen Seitneigung, aber nicht richtig rotieren und deswegen, da ist schon Bewegung hier auch möglich in diesen Gelenken. Aber ja, eher uneindeutig. Was ist denn so ein bikonduläres Gelenk? Ein bikondylär. Kondylen heißen diese Fortsätze im Ellbogen oder auch im Knie, am Kniegelenk. Ja? Ein Kondylus, Epikondylus heißen die. Und das wäre ein Kondylengelenk. Kondylen sind diese Dinge, diese Rollhügel heißt es eigentlich, wenn etwas drüber rollt. Ja? Also ein Kondylengelenk ist meistens ein Scharniergelenk gemeint. Ja? Weil diese Kondylen, bi, weil es zwei, rollen hier drüber. Ja? Und da seht ihr, in der Medizin gibt es so viele verschiedene Begriffe für dasselbe. Und je nachdem, ob du mit einem Arzt sprichst, kann der ganz andere Begriffe verwenden, die das Gleiche meinen, wie wenn du mit einem anderen Arzt sprichst, der aber einfach nur an einer anderen Uni gelernt hat. Oder beim Therapeuten, ja. War sogar die Therapeuten vom Uniklinikum Mannheim haben was anderes gelernt als ich. Oder ein bisschen anders. Also, ja, das ist dann schon ziemlich detailliert. Aber dass ihr euch vorstellen könnt, wenn es mal irgendwo hapert und ihr was nicht kennt, ist es vielleicht was ich kenne und einfach nur anders deklariert sozusagen. Ja? Wir haben auch zum Beispiel manchmal griechische Begriffe noch. Ja? Du kannst eine Muskelgruppe, die an der Fibula ist, Musculus fibularis, longus oder brevis nennen, als Beispiel. Aber kannst auch sagen Musculus peroneus. Und das wäre das griechische Wort. Was noch so ein bisschen einfach in den Menschen drin ist,
oder bei den Ärzten. Ja? Aber wenn ihr euch auf eins bestimmt oder einigt oder das einprägt, reicht es vollkommen. Dann wisst ihr, was gemeint ist. So. Gut. Wie geht's gerade? Irgendwelche Überforderungen oder Gefühle zu dem Thema? Irgendetwas unklar oder einfach, wo ihr noch nicht richtig wisst, was das Ganze überhaupt soll, warum ihr das lernen sollt oder warum das wichtig sein könnte? Subluxation, Luxation auskugeln und Sub heißt einfach nur halb oder unter, also eine nicht komplette Auskugelung. Das kann zum Beispiel beim... Ich habe das mal im Kontext mit Therapie, also macht man das bewusst auch als Therapieverfahren? Habe ich irgendwas mal von gehört? Oder macht man das vielleicht, wo die Demo behandelt? Subluxation. Also so ein bisschen geht es in Richtung Chiropraktik, weil man da sagt, okay, man macht so einen Impuls, dass die Gelenke kurz auseinandergezogen, so weit auseinandergezogen werden, dass es fast schon eine Subluxation ist. Ja? Das Einrenken sozusagen. Ja? Ist aber meines Erachtens nicht ganz deutlich, was da passiert. Allgemein könnt ihr euch vorstellen, das Knacken, was jeder kennt, ja? Hier Finger oder andere Gelenke, entsteht, wenn Gelenkflächen einfach nur mal auseinandergezogen werden. Ja? Es steht ein Unterdruck, Gelenkflüssigkeit diffundiert, wird kurzzeitig gasförmig und das erzeugt erstmal das Knacken. Ja? Es gibt aber unterschiedliche therapeutische Knacken. Es gibt so ein Knacken, Fingerknacken, ja? Deswegen kann man es nicht immer machen, weil es kurz diffundiert, gasförmig ist, dann brauchst du wieder eine gewisse Zeit, bis es wieder flüssig wird und dann kannst du wieder knacken. Ist auch nicht schädlich. Und dann gibt es aber so ein tiefgehendes Knacken von einem Einrenken, wo es schon mal auch sich ganz anders anhört und ein bisschen mehr passiert. Das würde ich dann sagen, okay, man gewollt überdehnt man jetzt in einen Bereich, um es wieder auszugleichen. Extremer. Jetzt beim Knie eher weniger, das sind dann so Wirbelsäulengeschichten. Der jahrelange Physiotherapeut von der deutschen Nationalmannschaft Fußball hat zum Beispiel gepredigt, dass man, wenn ein Band überdehnt ist, nicht gerissen, am Sprunggelenk zum Beispiel, man ist nochmal ein bisschen mehr überdehnt, um dem Körper den Reiz zu geben, dass es wieder zurückschnellt sozusagen. Und so Sachen hat der therapiert, aber das ist dann wirklich High-End, High-Class-Therapie, wo ich kein Urteil darüber fällen kann. Ich habe einen anderen Ansatz oder Weg. Ja. Was nein? Also Osteopathie ist ein Lehrmodell, ein Therapiemodell, eine Philosophie, die sich entwickelt hat in den USA, den Körper als Ganzes zu behandeln, ja? Schädelknochen, innere Organe, Nervensystem, Faszien, Bindegewebe, Knochen, Muskeln. Vieles, was wir in der Osteopathie machen oder lernen, gibt es auch in der Physiotherapie, heißt nur anders. Ja? Was ist denn das beste Beispiel? MET, Muskelenergietechniken, glaube ich. Ist nichts anderes wie Triggerpunktmassage. Jetzt hat es wieder ein anderer Deutscher Myoreflextherapie genannt. Ist immer wieder dasselbe, Druck oder Zug in die richtige Richtung. Ja? Während der Osteopathie-Ausbildung lernst du auch Einrenken. Du lernst Chiropraktik dabei, ja? Manuelle Therapie auch und so weiter. Chiropraktik ist einfach, ich würde sagen, auch ein anderer Ansatz, eine andere Idee. Es gibt so viele verschiedene Richtungen auch von Chiropraktik. Ja? Amerikanische Chiropraktik, dann allein da schon wieder verschiedene Untergruppen mit verschiedenen Modellen. Aber Chiropraktik als Gebiet würde ich eher einrenken, ja? Und darüber das Nervensystem auch beeinflussen. Also du, vor allem Wirbelsäule, all die
die Spinalnerven, die Nerven, die hier austreten, frei machen, gucken, dass die Gelenke richtig beweglich sind und darüber den Körper beeinflussen, darüber das innere Organ beeinflussen, darüber das Sprunggelenk beeinflussen, womöglich, weil du hier arbeitest. Trotzdem kannst du auch das Sprunggelenk an sich manipulieren und einrenken. Ja? Ja. Inwieweit gehst du dann auch in die Therapie von? Also zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass wenn im Darm irgendwas nicht stimmt, kann es ja auch schmerzlich auf dem Rücken ausbilden zum Beispiel. Mhm. Gehst du in der Therapie dann auch so weit, dass du dann auch Empfehlungen gibst oder Therapien mit denen machst, wie man zum Beispiel eine Darmsanierung macht? Oder schickst du die dann irgendwo hin, wo du sagst, wir regeln sie erstmal das und dann? Aus meiner Erfahrung, was wir jetzt heute auch besprochen haben, so konditionierungsmäßig, die Menschen brauchen Arschtritt. Du musst wirklich dir vorstellen, die brauchen jemanden, der sie bei der Hand nimmt, der sie fast schon zwingt. Also, ich sage doch nicht, ja, nimm das und das und das, weil es in meiner Erfahrung gezeigt hat, ja, sie nehmen es und dann hören sie irgendwann auf oder machen es nicht richtig. Und das ist ja auch wieder ein sehr spezielles Gebiet. Da gibt es sehr viel Detailwissen, was Darmsanierung angeht. Und sehr individuell kann das sein. Deswegen lieber zu einem Spezialisten wieder schicken. Genauso Hautprobleme. Ja? Ich kann meine Ansicht machen und sagen, das und das sehe ich, das und das mache ich jetzt. Trotzdem noch zum Spezialisten, um von dem seiner Seite nochmal gucken, was da noch möglich ist. Das heißt, in der Osteopathie geht man schon eher den Weg über die Massage, über die Triggerpunkte, über die, jetzt wollte ich in Hinrichtungen sagen, die ja? Sachen. Also, ja, das ist ein gutes Wort, muss ich sagen. Ja. Und wenn du halt merkst, da ist irgendwas woanders strukturell kaputt oder nicht ganz fein, dann sagst du, ja, okay, du schickst ihn halt irgendwo hin, wo er das beheben kann. Ja. Es gibt den Satz, Form follows Function und auch umgekehrt. Also die Form bestimmt die Funktion und gleichzeitig die Funktion kann auch nur so sein, weil die Form da ist. Also es ist so ein... und du sollst eigentlich das Gleichgewicht im Körper wiederherstellen. Ja? Und meistens ist das Gleichgewicht erstmal gestört durchs Nervensystem oder die Blutversorgung. Ja? Was dann wieder beides, Faszien, Bindegewebe, Muskel, ja, betrifft. Du versuchst den Körper so wieder herzustellen, dass er sich selbst heilt. Und das macht er auch immer. Ja? Und da eben diese Kernläsion, genau diese Punkte zu finden und nicht erst nur im Bizeps zu gucken, ja, da ist halt das und das und das. Nee, noch ein bisschen weiterdenken, gucken. Das meiste in unserem Leben ist nicht einfach nur so. Ja, und jetzt, oh, heute ist auf einmal da. Nein, das ist ein Prozess. Schritt für Schritt hat sich das entwickelt. Ganz viel emotionale Themen. Wenn du irgendwo arbeitest, auf einmal jemand anfängt zu weinen und da ein darunterliegendes Trauma ist, das die Spannung erzeugt hat. Ja. Ja. Kommt es auch vor, dass du dann bei Leuten merkst, okay, eigentlich bringt es nichts, wenn du sie immer wieder behandelst, weil das Problem eigentlich psychologischer Natur ist? Ja. Ja. Der Körper ist der Ausdruck von unserer Psyche. Wir verkörpern etwas. Ja. Und das sehen wir, wenn jemand so rumläuft, verkörpert er was anderes, wie wenn er präsent da ist. Ja. Und deswegen, jegliche Therapie ist für mich nicht von Psyche oder von Emotionen zu trennen. Doch den Menschen zu öffnen wirklich, dass er den Raum kriegt, da jetzt etwas tief zu lösen oder wirklich beständig zu verarbeiten, ja, dass es nicht mehr vorkommt, dass es gar nicht mehr in seinem Bewusstsein ist, ja. Thema Krieg oder überhaupt die ganzen Dinge, die da passieren. Ich habe Bock zu leben, dass es wirklich nicht mehr in meinem Bewusstsein ist, weil es hemmt einen, es steuert einen, es macht etwas mit einem. Ja? Was vielleicht auch Ignoranz ist oder egozentrisch, ja, weiß ich nicht. Doch ich wünsche mir für die nächsten Generationen auch, dass es nicht, dass die gar nicht erst über so ein Thema irgendwie nachdenken müssen, weil es gar kein Thema mehr ist als Menschheit, ein Menschheitsthema, eine Menschheitsfamilie. Ja, das sollte gar nicht mehr sich immer wieder wiederholen, diese Zyklen. Ja. Und Thema Therapie, Psyche, ganz oft, dass die Menschen dann anfangen, auf einmal von was zu erzählen. Und dann ist es wie so ein Türspalt. Dem du Raum geben kannst, dass da mehr und mehr rauskommt und du dann vielleicht einfach nur eine Frage stellst, dass der Mensch weiterkommt in seinem Verarbeiten. Ja.
Das habe ich jetzt bei mir öfter erlebt. Ja. Ist aber eine Kunst. Ja. Plus, als Therapeut muss jeder selber in eine Therapie gehen. Ist leider so. Du musst dich so frei machen, dass du praktisch wie eine weiße Leinwand bist und unvoreingenommen vor jedem Menschen bist, dass du nicht deine eigene Thematik raufprojizierst. Und du lernst gleichzeitig von deiner eigenen Therapie nochmal ganz viel über die Psyche, über dich und alles. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Was man dann auch, glaube ich, bei vielen Ärzten gesehen hat, die halt sehr, sehr distanziert, sehr kalt sind, weil sie da eine klare Abgrenzung haben, klarer womöglich sich nicht mit ihren eigenen Themen beschäftigen oder einfach es nicht bräuchten. Oder, ja. Also das ist, was ich in meiner Laufbahn so immer wieder gesehen habe, dass da gar nicht die Offenheit ist für emotionale Themen oder diese Zusammenhänge, Psychosomatik. Ja. Ja. Wie bitte? Das passt ja auch nicht zur Schulmedizin. Nee, Schulmedizin ist ganz strukturiert, unmissverständlich, in dem Sinne, dass es die Emotionen oft erstmal beiseite lässt. Weil viele Menschen müssen sich auf eine Sache einigen. Die müssen sich alle darauf einigen, dass das Scapula heißt, aber nicht, was es vielleicht emotional mit dir macht. So als Beispiel, ja. Spannend ist, wenn es dann Thema ist, was die Schulmedizin nicht erklären kann, dann ist es wiederum psychosomatisch, was sie reizt hat. Ja. Oder Schlaflosigkeit oder was weiß ich. Kann ja auch eine tausende Faktoren haben. Umweltmedizin und so. Mhm. Das ist auch immer spannend, dass die Emotionen eigentlich keine Rolle spielen, solange bis man den Human auf die Emotion schieben kann. Wenn alle Kontrollleuchten ausgemacht. Emotion ist immer ein Signal, die möchte uns was mitteilen, möchte durchlebt werden, ausgelebt und ausgedrückt werden. Wenn nicht, staut sich etwas auf und sie kommt immer wieder schlimmer zurück, immer wieder, immer wieder. Und dann kommt mal ein Symptom aus, Schmerz, es ist was entzündet, die Haut ist unrein. Und es ist nicht voneinander zu trennen, das ist sozusagen ein Gebilde, genau wie unser Körper nicht zu trennen ist von unserem Mind, von unserem Geist oder unserer Seele, ja. Ja, wenn was in deinem Darm nicht in Ordnung ist, im Innen, trägst du es auch nach außen. Ist im Außen was nicht in Ordnung. Ne? Ja. Ich habe da mal was gelesen, weil es gibt ja so ein Konzept, dass Emotionen sich im Körper speichern, also nicht nur durch den Körper ausgelöst werden, sondern wenn du es unterdrückst, dass es quasi auch darin gespeichert wird. Mhm. Und das wurde ja lange Zeit so ein bisschen als spiritueller Hokuspokus abgetan, und da habe ich vor einer Weile mal was gelesen, aber dann nicht mehr nachverfolgt, dass sie sogar nachgewiesen haben, dass bestimmte Proteine bei bestimmten Emotionen auch im Körper irgendwo abgelagert werden. Ich weiß nicht, was genau, das ist so ein Markerprotein oder so. Mhm. Weißt du da ein bisschen was? Oder? Nee, diese Markerproteine habe ich jetzt noch nicht gehört. Also, dass man es anscheinend strukturell auch wirklich im Körper nachweisen kann, dass bestimmte Emotionen nicht ganz ausgelebt wurden, dass da irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann Rückstände sind, Proteinrückstände oder sowas. Das ist auch ganz spannend. Nee, das habe ich noch nicht gehört, dass sowas wie Tumormarker dann, also wirklich sehr, sehr, wahrscheinlich so eine Abkürzung C, ja, B, also Y, K, 12 oder so. Ja. Nee, das ist wirklich gerade High-End-Forschung, was da alles möglich ist. Ja. Aber dass das wirklich in den Muskeln vor allem oder im Nervensystem gespeichert ist, ja, das meinte ich vorhin mit Beckenboden, mit Schiss haben, Angst, Blase, das ist unser, hier ist unsere Wurzel, hier ist unser ganz sensibler Bereich, ja, Beziehung, Emotion, hier auch Sakrum, Becken, ja, Verdauen, dieser ganze Bereich, ja, Atmung, Herz, Themen hier, Kommunikation, Schilddrüse, Halswirbelsäule, ja. Solche Geschichten, was wir alles schon länger aus der TCM und von den ganzen alten Dingen wissen, es wird ja alles nur wieder neu verpackt und dann, neue Namen, andere Namen. Dann wird es wieder verunglimpft oder in eine gewisse Richtung gedrängt, weil Menschen sind halt nicht perfekt. Nicht jeder Therapeut, Heilpraktiker oder Arzt macht das Richtige, ja. Manchmal probiert man auch was aus.
Ja. Genau. Okay, das zum Thema Emotionen und Muskeln. Jetzt gucken wir mal. Müssten wir die Muskeln anreißen? Hallo? Das wäre ein neues Skript, oder? Ja, ich gucke jetzt gerade mal, wie das ausschaut, aber. Ist das hier? Was ist denn im Laden nächste Woche, wenn wir das Skelett jetzt durchhaben? Pathologie dann? Noch Muskeln. Auf jeden Fall noch Muskeln und eventuell schon ein bisschen Pathologie und Differentialdiagnostik anreißen. Beziehungsweise Prüfungsfragen kommen ja auch noch dran. So. Kennst du eigentlich irgendwelche, ich sag mal, so kleineren Fortbildungen, wo man so ein bisschen Hands-on-Wissen bezüglich Muskel, Organ und Emotionsconnection kennenlernen kann, weil die Osteopathie ist ja eine lange Ausbildung. Wenn man nur mal so einen Einblick bekommen möchte, vielleicht ein paar Hands-on-Erfahrungen. Es gibt eine Menge. Also was mir einfällt, ist Dornbreuß. D-O-R-N, Breuß. Es gibt auch hier so eine Fortbildung. So eine kommt auch bald und macht das auch mit uns. Genau, Kinesiologie wäre das Klassische auch noch. Ich guck gerade mal, hier ist doch. Genau. Also, ihr kennt vielleicht, es gibt so Bilder von der Wirbelsäule, wo auch jede Emotion zugeordnet ist oder so Themen oder auch Probleme, ja, so in so Farben. Ich muss mal kurz gucken, ob das. Einen Moment. Da. Hier. Nee. Also es gibt eine Menge und es wird ja immer wieder neu irgendwas. Irgendwas neu. Zusammengewürfelt, zusammengebastelt. Ich gucke gerade, ob ich dieses Bild habe, dass ich euch das sehe. Nee. Ist die Frage, wie oder was du dir vorstellst. Also, dass du wirklich eine Art Therapie erlernst oder einfach, also wirklich hands-on? Für sich selber auch ein bisschen. Mhm. Das ist jetzt nicht, dass man da eine vollwertige Ausbildung bekommt, um damit zu therapieren, sondern einfach selber besser kennenlernen, welche Organe sind vielleicht in welchen. Wenn man zum Beispiel weiß, man hat hier und da vielleicht mal öfter Schmerzen, auf welches Organ kann man es vielleicht zurückführen, aber auch auf welche Emotionen, sich beides mal anschauen. Mhm. Sowas zum Beispiel. Mhm. Ja, so dieses Dornbreuß, auf jeden Fall, das kenne ich, dass die Emotionen klar benannt sind. Okay, da kann Thema Angst sein, da ist Thema Finanzen sogar so ein bisschen, Beziehungen, ja. Gleichzeitig mit dem körperlichen Symptom, ja, du hast Juckreiz oder sowas. Dann Kinesiologie ist super, ja, das Austesten auch, ja, was ist da los? Wie reagiert der Körper auf etwas, auf eine Bewegung, auf ein Medikament, auf Homöopathie, kann man austesten. Ja, wie viel Globuli ist klassisch kinesiologisch. Aber das lernt ihr dann, wenn ihr... Wen habt ihr? Jürgen? Genau. Ich überlege gerade, wo es Emotionen... Die Myoreflextherapie ist eigentlich so eine große Fortbildung in der manuellen Therapie. Oder als manuell arbeitender Mensch.
wo das so ein bisschen mit reinspielt. Ja. Und Körper, also was mir einfällt, was ich selber gemacht habe, ist Körperpsychotherapie. Heißt SKAN, S-K-A-N. Das ist wirklich tief in die Emotion reingehen, über die Atmung. Ja. SKAN, S-K-A-N, so die Abkürzung. Also Körperpsychotherapie. Und zwar nicht irgendwie Verhaltenstherapie, sondern du liegst da, atmest und gehst dann in die Emotion rein und dann setzt der Therapeut ein paar Impulse und bringt dich dazu, dass dein Körper dem das löst wirklich muskulär. Also ich habe da teilweise meine Geburt physisch so ein bisschen wiedererlebt oder so ein Prozess. Ganz viel, was da dann hochkommt und wirklich gelöst wird. Danach kein Druck, keine Spannung, keine Schmerzen mehr. Das fand ich sehr interessant. Und ich, ja, als Therapeut überhaupt so, als Heilpraktiker, man stibitzt sich immer so von allem bisschen was und macht dann sein eigenes. Das ist, glaube ich, was ganz Natürliches. Deswegen selber ausprobieren, Selbsterfahrung machen. Das kann ich nur empfehlen. Das sind so die Dinge, die jetzt kommen bei so emotionalen Themen. Ja. Und ganz viel hat da immer mit der Atmung zu tun. Atmung ist auch so ein Zugang, Signal. Deswegen Thema bei allen Therapien, bei allen funktionellen Training oder Yoga immer die Atmung mit einbeziehen. Beim Dehnen allein, wenn du dich dehnst, ja. Ganz viel passiert über die Atmung, dass du erst loslässt oder deinen Körper erst steuern kann, sich zu verändern. Und Wim Hof zum Beispiel, der Holländer, der die Eisbäder macht und so weiter, der hat ja bewiesen, dass er sein autonomes Nervensystem über die Atmung ansteuern kann oder zumindest eine Einwirkung drauf haben kann. Was die letzten 100 Jahre in der Medizin, in jedem Medizinbuch gesagt wird, nein, geht nicht, autonomes Nervensystem kannst du nicht steuern, willkürlich. Und er hat es gemacht, er hat es bewiesen mit anderen Menschen, dass die es auch können. Für die Yogis, glaube ich, war es schon klar, dass das funktioniert, seit tausend von Jahren in Indien und was weiß ich, wo im Himalaya. Und der Witz ist, eigentlich müsste jedes Medizinbuch umgeschrieben werden, seit diesem Zeitpunkt. Aber wird es ja nicht gemacht. Und das ist wieder diese Trägheit der Menschen oder diese Blasen, in denen sich die Menschen bewegen. Das Interesse ist nicht da. Ja. Genau, dass du kannst also mit der Atmung so viel machen und unser Körper ist noch so viel mehr möglich, wie lange er Luft anhalten kann zum Beispiel. Allein wenn wir jetzt diese Technik machen würden, würdest du ein paar Liegestütze mehr machen können wie vorher. Ja? Also dein Blut wird ja mehr oxygenisiert, also mehr Sauerstoff gebunden. Und so weiter. Also Atmung ist auch ein ganz zentrales Thema, auch dann beim Thema Sportmedizin. Ich lasse zum Beispiel, egal was für eine Technik ich anwende, immer den Menschen auf seinen Atem fokussieren oder seinen Atem auch lenken, wenn ich jetzt an einen Muskel einen Triggerpunkt mache oder irgendwas bewege, ja? Dass er seine Atmung damit integriert, weil das auch einfach der Zugang ins Nervensystem ist. Ja. Und es ist eigentlich so einfach, wenn man das weiß und auch anwendet. Ja. Ja. Okay. Ja, also die meisten Menschen atmen nicht so optimal. Ja? Also da hängt teilweise auch mit der Haltung zusammen, mit der Unterbauchspannung, ja? Dass wir mal mehr ausatmen, als wir eigentlich glauben. Oder den Atem in den Brustkorb mal wieder lenken. Ja? Viele von uns sind klassische Bauchatmer. Und was ich für mich rausgefunden habe, ist, bei vielen, wenn ich trainiere, also irgendwelche Übungen mache, ganz egal was, auf die Atmung zu fokussieren, ja, und gucken, dass ich gut atmen kann während dieser Übung, ja, weil
erst dann bin ich achtsam und spüre meinen Körper oder spüre, was los ist. Und wenn ich die Atemmuskulatur in dem Moment richtig ansteuern kann und richtig halten kann, dann führe ich die Bewegung oder die Übung richtig aus. Ja? Sonst mache ich den hier und ich atme einfach, wie ich will. Aber wenn ich hier die Spannung habe, hier atme, dann kann ich viel gezielter, viel mehr Muskelfasern ansteuern, sehr wahrscheinlich einen ganz anderen Impuls geht durch den Körper. Ich spüre erstmal, okay, wenn ich das anspanne, brauche ich ja auch hier Becken, Po-Muskulatur und es geht bis runter Oberschenkel und das ist alles aktiv, während ich das mache. Ja? Also Thema diese Muskelketten, diese ganzen Bahnen, die von hier da hinten runterziehen. Und das ist ja in vielen Yoga-Praktiken, die Atmung, zentrales Thema, wird überall mit eingebaut, Therapie und auch bei funktionellen Training jetzt, also wie ich es selbst trainiert habe oder gezeigt bekommen habe, aber auch jetzt anwende. Immer gucken, eine Übung, wie ist meine Haltung und Atmung. Sonst trainiere ich in irgendein Muster rein, was sehr wahrscheinlich nicht so viel bringt und unfunktionell ist und mich wieder in eine Kompensation bringt. Ja. Oder was meintest du mit tendenziell, wir atmen falsch? Ja, das war das mit der Bauchatmung. Bauchatmung, ja. Dass man viel im Bauch atmet und dass die Atmung oder der Sauerstoff gar nicht optimal genutzt wird. Ja, genau. So flach generell auch, oder? Ich merke es bei mir selber auch, als wir die Übung eben gemacht haben. Ich habe erstmal wieder gemerkt, puh, ich muss mal wieder mehr Atemübung machen, mehr Stretching, weil das Zwerchfell total verspannt ist, Bauch irgendwie verspannt vom Sitzen und ja. Zwerchfell ist ein Muskel. Wenn der Muskel nur in dem Ausmaß genutzt wird, use it or you lose it, dann, aber er könnte eigentlich so, dann hast du so viel weniger Beweglichkeit, weniger Kapazität. Dein Druckverhältnis ist ganz anders. Ja? Die Lunge ist wie, kennt ihr diese tollen Bilder von so diesen Plastinaten, wo das Lungengewebe mal geformt ist? Ja? Das ist wie so ein, wie kann man das beschreiben, wie so ein Baum. Ich glaube, hatte ich da nicht auch, hier habe ich, glaube ich, Bilder. Zwar nicht von der Lunge, aber von was anderem. Genau. Hier nochmal 26 verschiedene Bindegewebstypen. Oder 29. Auf jeden Fall alle ein bisschen unterschiedlich und für unterschiedliche Bereiche, ja. Ich mache mal die Anzeige. Ist die gut? Ah, ne, ist gut sichtbar. Genau, hier seht ihr diese Muskelbahnen, ja, hinten vom Hinterhaupt, hier vorne runter bis zum Schambein zum Beispiel. Ja. Hier vorne über den Quadrizeps, über den großen Brustmuskel bis zu den Zehen runter. Ja. Seitlich haben wir eine Linie hier, die auch bis hier hinten geht. Und genau, nebendran seht ihr die Meridiane. Hier. Sehr ähnlicher Verlauf. Deswegen nicht 100%, aber doch deutlich ähnlich liegen diese Punkte oft beisammen, überschneiden die sich. Und das ist rein aus der Anatomie. Leichen aufgeschnibbelt und nicht wie die Mediziner es die letzten 100 Jahre gemacht haben, im Skalpell alles kleingeschnibbelt, sondern wirklich diese Schläuche, diese Bahnen mal, so wie sie wirklich da sind, genommen und freigesetzt. Und deswegen wird eine ganz andere Biomechanik und mechanische Dinge klar. Hier, was haben wir hier? Hier, richtig schön. Blutgefäße im Kopf. Ja? Ich mach mal Blutgefäße im Kopf. Wo ist mein Finger? Hallo? Ach, hier. Genau. Das ist eine Niere. Genau. Das auch. Venöses System in der Leber. Ja? Also wie so eine Baumstruktur, wie so ein Busch. Immer feiner werden die Blutgefäße, immer feiner. Genauso ist es mit den Nerven. Ja? Der dicke Ischiasnerv, der hier hinten runterläuft, immer feiner dröselt er sich auf, zweigen sich Dinge ab. Ja? Wird immer feiner. Das ist die Gallenblase, das Gelbe hier. Und so ist auch die Lunge. Immer feiner werden, bis zu den Alveolen, falls ihr es schon mal gehört habt, diese kleinen Lungenbläschen. Und was ist um die Alveolen, um die Lunge? Haben wir Bindegewebe, ja? Ist wieder ein Bindegewebe. Und
dass sich das richtig entfaltet, brauchst du die richtige Haltung und die tiefe Atmung, dass das Zwerchfell richtig sein volles Ausmaß bewegt. Dann hast du das richtige Druckverhältnis hier und das richtige Druckverhältnis brauchst du Sauerstoff rein, CO2 raus. Wenn du nicht genug Druck hast, dann kommt weniger Sauerstoff rein. Aus nur erstmal mechanischen Sicht und auch Schicht, ja. Aber das ist also auf einer Mikroebene, ja, so du kannst dir vorstellen, ich glaube, wenn das manchen Ärzten erzählt, die denken, spinnst du? Nee, ich habe gelernt, das ist immer gleich und so. Aber was sagt dir dein Körper? Also du hast das selber gesagt, wenn du tiefer atmest und Wim Hof genauso, du hast mehr Power, du hast mehr Sauerstoff zur Verfügung. Ja? So auch Thema Marathonrennen, ja? Wie du da atmest, bestimmt. Wie gut du da läufst, oder was für eine Zeit du erreichen kannst. Ja? Und solange du in dieser grünen Zone bist, wo dein Körper, jede Zelle immer gut mit Sauerstoff versorgt ist, kannst du einen Marathon ohne Probleme rennen. Kannst du ohne Probleme 20 Kilometer laufen, ohne dass du irgendein Problem hast. Genau. Das ist nochmal so die Wirbelsäule, weil da kommen wir jetzt gleich zu. Ja, ganz viele Muskelverspannungen, also Verspannungen sind ganz viele Muskeln, die dieses ganze System miteinander von Wirbel zu Wirbel über mehrere Wirbel schräg miteinander verspannen, dass die aufrecht ist und bleibt. Jetzt gucke ich gerade noch, ob da sind noch ein paar interessante Bilder, die hatten wir schon. Das sind so klassische Yoga-Bilder, das hatten wir schon. Das wäre so eine Muskelfaszienkette, ja. Kommen wir später auch nochmal zu, ja. Das ist außen, hier außen, Tractus iliotibialis, das ist eine Sehnenplatte, hier oben ist ein kleiner Muskel. Fußhebermuskel zieht unter dem Fußgewölbe durch und innen wieder hoch, ja. Oder innen hinten. Und wie sieht es aus? Wie bei einem Sattel, wo ihr so reinsteigt. Also, oder diese Kinderspielzeuge, wo man die Füße so hebt, diese Klötzchen. Ja? Und so funktioniert das auch. Diese Kette hat mit dem Fußgewölbe auch zu tun. Ja? Und es ist ein durchgängiges Gewebe oder Schlauch von Bindegewebe und Faszie. Das hatten wir schon. Das wären Mikroaufnahmen nochmal von Faszien. Sieht so ein bisschen bienenwabenmäßig aus. Ja. Aber da seht ihr die kleinsten, auch nochmal dann in ein größeres Ding gefasst. Und es hat alles eben ein System. Und jedes Gewebe dröselt sich oft meistens feiner auf. Der Nerv, die Faszie, der Muskel. Ja. Das wäre diese Kette von hier vorne, hinten über... Hier vorne fängt es an, hinten über den Nacken, Rücken, Po, Oberschenkelrückseite, Wade, Achillessehne, Plantarfaszie. Und jetzt, was ist das? Ne, das hatten wir auch schon. Okay. Gut, jetzt reißen wir nochmal die Muskeln an. Das Skript ist noch nicht ganz sortiert. Warte mal. Das ist das Deckblatt, davon darf sich jeder eins nehmen. Ja, macht mal kurz Pinkelpause. Ja, ja. Bis wann haben wir? 15.30 Uhr? Nee, 15 Uhr. 15 Uhr, okay. Ja. What the fuck? Erstmal nur das Deckblatt, weil ich weiß nicht, was das... Prost. Bauch.
Minus. Dann lege ich die Frage mal besser zurück, ne? Ja. Danke. Gelocht? Wollt ihr gelochtes? Ja, ja, ja. Alles gelocht? Okay. Das ist ein Skript, nur Muskeln. Das ist praktisch das, was unter das Deckblatt kommt. Ich werde es auf YouTube stellen, sodass ihr es einfach am einfachsten zugänglich möglich ist. Ich schicke einen Link rum. Ihr habt doch, habt ihr nicht E-Mail-Liste oder sowas? Genau, dann darüber. Dann könnt ihr da nochmal reingucken. Irgendwo ist es abgefallen, ja, ich glaube unten. Wie bitte? Hier liegen Knochen. Ach so.
Yes. Yes, yes, yes. Ja. Kommt mal durch. Ja, gib gerade mal durch. Ja. Ist passend. Bringst du natürlich die Runde?